Sich das Gütehalt gesteigen, geklaut. Und für die FDP dieses Vollstädter-Sound. Glaubt man, kennt nicht Grund und Sinn. Wir sind doch nicht blam-blam. Oh, danke, danke. Also, glaubt man, kennt nicht Grund und Sinn. Wir sind doch nicht blam-blam. Ich hab bisher nie gedacht, hätte Honig in der Birne. Doch nun mach ich mir Gedanken, was geht vor in seiner Stimme? Nun sagen Sie doch bitte mal, was ist Ihr Hauptargument gegen Frau Merkel? Sie war als Wer als Kind mal junger Pionier war, ist ein Leben lang brav und ruft immer zu allen anderen, seid bereit, und die rufen dann zurück, immer bereit, machen wir. Menschallerforden, von diesen hier waren in ihrer Kindheit mindestens 90% junge Pioniere. Ja, sie war einst junger Pionier, die Pastorentochter aus Hamburg, Quitzow und Templin. Glauben Sie wirklich, Allerforden, dass das, was die Kanzlerin mal als Schulkind war, heute tatsächlich irgendwelchen Einfluss auf Entscheidungen der gegenwärtigen Regierung hat? Und glauben Sie wirklich, Herr Allerforden, dass diese Gesangsbotschaft von Ihnen irgendeine Wirkung auf die Massen hat? Aber lassen wir das doch mal einen alten und bewährten FDP-Rhetoriker einschätzen. Manchmal würde ich mir wünschen, dass unsere Botschaften noch viel stärker Gehör finden könnten. Ja, das kann ich mir denken. Aber warum steigen Sie nicht selbst in den aktuellen Wahlkampf ein, Sie mit Ihrem wunderbaren, volkstümlichen Humor? Wie ging nochmal Ihr berühmter Anti-Merkel-Witz? Frau Merkel gibt es jetzt auch als Barbie-Puppe. Der einzige Nachteil ist, kostet nur 300 Euro. Und er hier wäre doch wohl auch schon aufgrund seiner ruhigen, sachlichen und diplomatischen Art als Wahlredner der absolute Überzeuger, oder etwa nicht? Ist ja gut. Nee, Herr Allerforden, Sie können das doch besser. Und das haben Sie ja auch schon oft bewiesen. Zum Beispiel 1983, wie man hier sieht. Lassen Sie mal eine Weile überlegen, was haben wir jetzt für Alternativen? Erstens CDU. Also wenn die ganz alleine regiert, habe ich ehrlich Angst, der liebe Gott tritt aus der Kirche aus. Zweitens SPD. Naja, die sitzt hier momentan verkehrt rum, also rückwärts auf dem Pferd, damit keiner genau weiß, wo sie hinreitet. Ja? Und drittens reden wir über Zweitstimme der FDP. Ha, Ihr Wahlspot von 83 ist so gut, dass man ihn ohne Bedenken auch noch heute bringen könnte. Es hat sich nämlich absolut nichts geändert. Zumindest nicht bei der CDU und bei der SPD gleich gar nicht. Wissen Sie noch, wer damals der FDP-Spitzenkandidat war? Genau, er hier. Gott hab ihn selig. Genscher. Seit Ende 89 liebevoll Genscher genannt. Nein, der war kein junger Pionier. Dafür aber wurde er als 17-Jähriger Mitglied der Nazi-Partei. Und noch im Januar 1945 meldete er sich freiwillig bei der Wehrmacht, weil er Reserveoffizier werden wollte. Und nun stellen Sie sich mal vor, 1983 wäre jemand auf die fiese Idee gekommen, über Genscher ein Lied zu machen wie Er war mal in der NSDAP und fand die damals ganz okay. Und er hat damals immer Heil mein Führer gerufen. Darum kann ich ihn getrost noch heute als Nazi einstufen. Na, da wäre was los gewesen. Ich jedenfalls käme niemals auf die Idee, ihm das im Nachhinein irgendwie vorzuwerfen. Würde ich nie
Barnes machen. Das nur mal so nebenbei. Nun ja, mein Vorschlag, Herr Hallervorden. Lassen Sie uns doch mal Ihr Lied gemeinsam singen. Ich schlage vor, Sie fangen an und ich setze dann immer ein, wenn ich dazu was zu sagen habe. Einverstanden? Ja, ja. Na dann los. 3, 4. Sie war ein junger Pionier. Und sie hat uns ein Sparkaffee. Und danach auf Jungfrau Maria gemacht. Und sie hat es in mir viele Stimmen gebracht seit Jahren. Beispiele oft hinken, doch diese hier stinken. Hitler-Vergleiche, sowas lief hier ja immer, aber sie... Für immer mehr von diesen öffentlich-rechtlichen Hofnarren, die sich als Künstler und Satiriker fühlen, gehört es inzwischen schon fast zum guten Satireton, dass sie Menschen anderer Nationen der Sodomie bezichtigen. Zum Beispiel. Was sollen die Iren sonst machen, ne? Wenn man nur von Sex mit Schafen kannst du nicht leben. Okay, ich weiß, dass das als Ult gemeint ist. Aber ich kenne auch Deutsche, die schon beleidigt sind, wenn man sie nur als Sauerkrautfresser bezeichnet. Hitler-Vergleiche, sowas lief hier ja immer. Aber Ziegenficker? Ich erfülle dir den Schimmer. Nein. Das geht zu weit. Die armen Ziegen. Immer bereit. Ja, ja, ein typisches Possenreißer-Argument. Sie ist kein großer Pionier. Du aber auch nicht. Ja, das sag ich dir. Du willst doch auch nicht, dass in Deutschland noch mehr Flüchtlingsheime brennen und noch mehr besorgte Bürger mit solchen Schildern hier rumrennen. Ganz einfach, Augen zu vom Leid. Zu allem immer bereit. Als strammer, braver Pionier, Satiriker. Wahlkämpfer stehen Sie hier. Für die Partei, die jahrzehntelang in Deutschland mitregierte und dabei sich für Unternehmer interessierte. Trotzdem, ich trink auf dein Wohl. Skål, Didi, skål! Das Video ist fertig. Wird ja auch Zeit. Was willst du da noch auf dem Baum? Na was wohl? Die Kirschen sind nun reif und lecker. Oh, die Starre kommt.